Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, der kleine Bobby, der heute die Aufmerksamkeit unserer Leser gewinnen möchte, wurde im April 2017 geboren. Seine ersten Besitzer erwarben den Welpen auf einer Internetplattform. Das erwies sich als unglücklich. Unüberlegt werden oft niedliche Welpen gekauft, ohne sich vorher über die Rasse des Hundes kundig zu machen. Bobby ist ein Terrier-Mischling und der Terrier prägt seinen Charakter. Diese agile Hunderasse braucht viel Bewegung. Die meisten können und wollen viel lernen. 8 Stunden in einer Wohnung auf Herrchen oder Frauchen warten, bis diese mal ein halbes Stündchen Zeit haben, das wird ihren Ansprüchen nicht gerecht. Wahrscheinlich, weil Klein Bobby seine Bedürfnisse einforderte, wurde er mehrmals weitergereicht. In seinem letzten Zuhause lebten 2 Katzen, die Bobby überhaupt nicht mochten. Bobby selbst kam gut mit den Sandpfötchen zurecht, gab die Besitzerin an. Nun wird für den niedlichen Bobby ein neues, ständiges Zuhause gesucht. Er ist ein menschenfreundlicher, aufgeschlossener Hund und möchte seinen Begleitern gefallen. Bobby hat derzeit eine Familie, die regelmäßig vom Tierheim aus mit ihm Gassi geht. Deshalb weiß man in der Arche Noah, dass Bobby mit Kindern gut zurechtkommt. Das Mädchen der Familie hat Bobby schon einiges beibringen können und dabei mit ihm viel Spaß gehabt. Da Bobby noch keine Grundregeln im Zusammenleben von Mensch und Hund wirklich kennt, möchte er manchmal seinen Willen durchsetzen. Deshalb werden für ihn Terrier-erfahrene Hundefreunde gesucht, die ihm konsequent, aber liebevoll das richtige Miteinander beibringen. Bobby kann mit Sicherheit mit den richtigen Menschen ein gelehriger, lieber und treuer Begleiter werden. Katzen könnten durchaus im neuen Zuhause leben, wenn die Akzeptanz auf Gegenseitigkeit beruht. Bobby ist kastriert und könnte vielleicht auch Zweithund werden. Kleine Terrier sind immer perfekte Familienhunde. Nicht zu groß, dafür lustig. Und sie bringen mit ihrem Bewegungsdrang Schwung ins Leben.